Aber eigentlich ist die Höhle ja ganz nett. Hat einen netten Humor. Würde ich mal einen Kaffee trinken gehen mit. So, was haben wir hier? Noch mehr Schutz. Also jetzt wäre wirklich Dynamit nicht schlecht. Und hier geht's noch weiter runter. Aha. Was ist das? Wasserpfütze. Aha, wie nutzt mir das jetzt was? Kann ich auch nicht drin baden oder von trinken. Aha, hier kann ich nach unten. Ach so, nach unten und nach rechts. Na gut, gucke ich doch mal rechts hier. Da haben wir eine Flamme. Und schon wieder nur Schutt. Oh je, wenn ich mir jetzt alles gleich freisprengen soll, bin ich aber lange beschäftigt. Boah, geht das hier tief runter. Oh, hier haben wir eine Bahn. Oder besser gesagt, eine Bahnschiene, eine Trasse für eine Lore. So, wo geht's hier weiter? Aua. You'll bring those mine cars back if you know what's good for you. Maybe this dynamite will convince you. I need all three of those mine cars back, you hear? Ha ha ha! I got plenty more dynamite where this came from. Aha. How am I supposed to bust Ach, through those du cables? Scheiße. Okay. Also, ich glaube, das Rätsel habe ich schon erkannt. So, zerstörte Dose Mais nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, wofür ich die brauche. Die lege ich mal dahin. Und nimm mal hier den. Bring me my stuff. I need it. Was denn für Zeug? Who are you anyway? Hat er das gerade gesagt und ich hab's nur nicht mitbekommen? Get out of my mind. Wait, no. Bring back my mind cards. Then get out of my mind. Ja, ja, ja. So, aber den Eimer habe ich. Ich weiß natürlich nicht, ob hier der Wagen jetzt drin ist. Der will ja die Lore da wieder haben, hat er ja gesagt. Mein erster Gedanke war. Also hier geht's ja nicht weiter, glaube ich. Ich brauche das Dynamit, um da oben irgendwas sprengen zu können. Aber ich kann das nicht nehmen, weil es schon an ist. Aber da oben war ja eine Wasserpfütze und hier war ein Eimer. Well, you know what they say. It wasn't the prospectors who made all the money. It was the merchants who sold blood pressure medication. So, und hier war die Pfütze. Da habe ich nämlich jetzt einen Eimer voll Wasser. Und jetzt muss ich nur versuchen, dass das Dynamit irgendwie in dieser, in diesem Eimer landet. Kann ich das abstellen? Oh. Ja, ja, pack das mal weg hier. Keine Ordnung hier, immer unaufgeräumt. So, werf mal. Ja, passt doch. Eimer mit Dynamit. I've been down here so long, I just want my stuff back. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so schön. Ah, jetzt ist das Dynamit auch weg. Huch. Ja, super, was jetzt gerade im ersten Versuch geklappt hat, ist jetzt nicht so einfach im zweiten. So, gut, egal. Jetzt habe ich erstmal ein Dynamit. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hiermit sprengen kann und wo dafür eine Fackel ist. Achso, kann ich das jetzt einfach hier aus? Ja, geht doch. Aha. Da sind wir ja schon mal ein Stückchen weiter, weil wir jetzt hier nämlich das Dynamit haben. Uah! Na super. Ich hoffe, ich habe jetzt noch das Dynamit. Ja, habe ich. Gut. Hier unten ist ja keine Fackel. So weit komme ich jetzt ja wahrscheinlich dann nicht mit dem Dynamit, wenn ich es oben irgendwo anzünde. Das heißt, ich brauche irgendwo eine Fackel in der Nähe von so einem Geröllhaufen. So, gucken wir mal hier. Oh Gott, aber wenn die bis hierhin nachgekommen sind, fange ich doch mal mit dem Offensichtlichen an und bleibe mal hier auf der Ebene. Da haben wir eine Flamme und da haben wir einen Geröllhaufen. Gut, bleiben wir doch mal hier. Machen die an. Schmeißen die dahin. Und gehen in Deckung. So. Ja, das hat ja geklappt. Jetzt ist nämlich der Weg frei. Wir machen den Weg frei. Dynamit- und Sprengstoff-Reifeisenbanken. Huch. Was ist denn das? Irgendeine lustige Maschine. Was? Kann ich da drauf springen? Huch, nein. Kann ich nicht. Da ist eine Bahnschranke.
Und hier ist der andere, die andere Seite vom Tunnel, glaube ich. Wo wir ja gerade schon waren. So, the old miner's instincts were right. There is a mine car trapped back here. He may have overreacted a bit, but at a certain age, you've got to do something. Unwissenheit vortäuschen. Thing to get you up in the morning. Even if what gets you up in the morning is a dangerous lack of interpersonal skills and anger management issues. So, was haben wir denn hier? Ach, da unten haben wir Gold. Was passiert, wenn ich hier dran ziehe? Aha. Verstehe. Also muss ich wahrscheinlich die Lore auch erstmal hier mit Gold beladen. Dazu brauche ich einen hier beim Hebel und einen zweiten, der die Lore bewegt. Sonst funktioniert das ja wieder nicht. Dann holen wir doch mal unseren Mönchmann. Kann auch mal was tun für sein Geld. Und, ja, funktioniert. Gut, jetzt muss ich wieder auf den Ritter schalten. Und wieder auf den Mönch. Der jetzt das Ding hier drin. Alter, ist das schnell. Ritter. Ziehen. Mönch. Greifen. Alter. Nochmal bitte. Ziehen. Und fahren. So. Jetzt roll mal weiter da, du Zug. Ja, das hat ja funktioniert. Und nu rumpelt er hier durch. My gold! I thought you was gone for good. Time to get down to some serious hoarding. Komme ich hier auch durch? Nein, ich komme da natürlich nicht durch. Na super. Das heißt, ich muss jetzt wieder einmal den Weg zurücklatschen. Na komm, ich gehe jetzt mal mit der Abenteurerin. Die steht da ja, glaube ich, noch am nächsten. Beziehungsweise, die habe ich ja noch gar nicht nachgeholt. Dann kann die ja auch mal ein bisschen was wieder tun für ihr Geld. Achso, hier ist einmal mit Wasser. Den brauche ich ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber nimm den nochmal mit. Haben wir alle Gegenstände da unten. Kann jetzt ja auch nicht schaden. So, stell mal ab. Und dann gehen wir mal hier gucken. Alter! Better get me all three mine cars. All three. You got that now? Ach, drei Loren. No, sir. Wie schlecht. Huch. Drei Loren. Gut, dann müssen wir ja mal weiter gucken. Ich dachte, es wäre nur eine. Ja, man sollte tatsächlich auch ein bisschen besser zuhören anscheinend. Oh Mann, oh Mann. So, wo haben wir denn die anderen? Wobei, den Raum haben wir jetzt ja fertig abgefrühstückt, glaube ich, ne? Hier ist ja nichts mehr drin. Der Mönch hängt da einfach noch rum, wo ich ihn habe hängen lassen. Großartig. Ja, dann muss ich ja ein ganzes Stückchen hier zurück. Hier war ja nichts mehr. Hier wieder hoch. War hier noch irgendwo ein Weg? Da ist eine Flamme. Ja, hier. Gut. Also muss ich jetzt mit der und dem Eimer Wasser nochmal Dynamit fangen. Dann komm, put, put, put. Danke. So, jetzt habe ich hier nämlich mein Dynamit. Und kann mit der nämlich auch weiter nach oben kraxeln. Zu meinem Ritter. Boah, ich wünsche mir eine interdimensionale Klospülung wie in Day of the Tentacle, wo man die Gegenstände einfach mit der Klospülung den anderen Charakteren zustecken konnte. Würde hier ein bisschen Laufarbeit ersparen. So. Achso, ja hier, da hast du Dynamit. Mach du mal, ich geh mal hier weg. So, dann nehmen wir mit dem das Dynamit, machen das an, legen das ab und machen hier Schutzschild an. Bumm. Dann haben wir ja noch einen Weg gesprengt. Ah, hier haben wir noch Maschinen. Die im Nirgendwo enden. Huch. Dann sacken wir erstmal hier das Collectible ein. Saure Partner. Aha.
Gut, und dann würde ich sagen... Ach du Scheiße. Was ist das denn? Huch! Da liegen Schnitzel drauf. Aha, jetzt haben wir hier ein Rätsel. Die Bahn muss also... Wo muss die denn hin? Da unten ist Ende auf jeden Fall. Da kommt sie nicht hin, ne? Da war ja... Hier so ein Pfosten. Die haben, glaube ich, einen Namen. Ich weiß nicht, wie diese Endpunkte bei so einer Bahn heißen. Keine Ahnung. Ja, ich will nur mal hier gucken, wo ich hin muss. Ich würde behaupten, hier hin, weil da oben ist auch schon wieder so ein Drempel. Und da auch. Gut. Also brauche ich mindestens schon mal die Abenteurerin hier. Weil ich da die Gleise beschweren muss. Während ich den Zug schiebe. Uah! Gut, nicht runterfallen. Nicht in den Tod stürzen. So, jetzt schiebt das Ding nochmal hier bitte. Hallo. Dahinter. Ja, da, genau. Cool, sie schwebt einfach mal in der Luft. Hilfe, ich hab sie verbuggt. Oh Mann, ja komm, ich rette dich. So. Na super. Jetzt muss ich da wieder hochkraxeln. So. Mach mal hier runter. Und mit der Abenteurerin schieben wir das Ding mal da drauf. Jetzt muss ich da... verdammt. Jetzt muss ich natürlich auf die andere Strecke. Oder dieses Stückchen, was ich da bewegen kann. Damit das Ding da nämlich hochkommt. Bin natürlich jetzt wahrscheinlich nicht schwer genug. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ah doch, ich bin doch schwer genug. So, dann kann ich ja jetzt, glaube ich... Nein! Nein! Dann brauche ich wirklich alle drei. So, jetzt brauche ich den Mönch noch. Der sich dann auf die Loge stellt, wobei das auch lustig ist, dass zwei... Eine kleine Abenteurerin... Ja gut, okay, die Rüstung vom Ritter wird wahrscheinlich Tonnen wiegen. Aber diese kleine zierliche Abenteurerin, dass die sonst mit einer anderen Person die Lore oder schwerer ist als die Lore, naja. So, dafür kommt jetzt hier der Sumo-Mönch. Genau. So. Dann schieben wir das Ding hier mal runter. Jetzt muss ich das genau umgekehrt machen, ne? Jetzt brauche ich hier oben einen, der... Das Ding sie da wieder runterfährt. Nein. Daneben gesprungen. So. Na komm schon. Genau. So, jetzt gehst du da oben nämlich auf diese Plattform und beschwerst die mal, Rittermann, mit deiner elenden, schweren Rüstung. Und du fährst das Ding mal da drauf. Geh weg. Ah, jetzt steht die Abenteurerin im Weg. Dumme Schnalle. Ach, die muss natürlich jetzt da oben auch hin. War ja fast klar. Nur zu zweit sind sie schwer genug, um diese Lore zu stemmen. Und den Mönch. So. Zack. Und auf den Mönch. Und der darf jetzt schieben. Der schiebt mal weiter hier. Feller can build up a powerful hunger down here. I'm gonna roast me up some canaries. Now see here, I still needs me my last minecart, dagnabbit. Ja super, wir versorgen den hier mit Gold, mit Essen. Er hat ja echt alles, was er haben will. Toller Typ. Weiß gar nicht, warum ich das für den mache. Jetzt kann ich erstmal wieder zurückkraxeln mit allen, weil hier gab's ja nichts mehr. Und ja, dann kann ich ja in der nächsten Folge mir nochmal ein Dynamit fischen. Wo ich dann ja wahrscheinlich hier oben weitermachen muss. Ich kann ja mal mit einem schon mal gucken, wo ich dann noch was in die Luft sprengen muss. So, da war ich ja schon. Da unten. Also bleibt ja nur noch hier oben. So, gucken wir doch mal. Ja, hier, genau. Hier muss ich noch was in die Luft sprengen. Aber das werde ich dann in der nächsten Folge angehen. Haben ja diese Folge schon wieder einiges geschafft.
Uns fehlt ja nur noch eine Lore und dann sind wir ja da auch weiter. Mal gucken, was der Typ dann noch von uns will, ob der uns in die Luft sprengt oder ob er sich dann endlich verzieht und dadurch ein weiterer Weg aufgeht. Ja, und bis dahin sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Cave.